Willkommen zurück zu Mad Games Tycoon, wo wir uns nach wie vor versuchen, irgendwie mit den Krediten der Bank irgendwie über Wasser zu halten und selbst irgendwie nichts auf die Kette kriegen. Wir werden ein neues Spiel entwickeln. Gehen wieder Richtung Rollenspiel. Hoffen auf das Beste. Wir wählen als Thema Dungeons, hat es ja noch gar nicht fertig entwickelt unten, ne? Müsste sie eigentlich. Thema Dungeons. Da oben ist es ja. Warum habe ich es nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung. Fängt auf jeden Fall wieder gut an. Wir nennen das Ganze Dungeon Kriecher und hoffen auf das Beste. Wie immer. Ne? Ich kann ja nichts anderes als auf das Beste hoffen. So, mit der Madbrötchen RPG Engine wird das wahrscheinlich ein super Titel, den die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Ja, indem du kriechend mit Schwert und Schild dann durch die Dungeons ziehst. So. Dann hier für diese Plattform. Mehr habe ich nicht. Könnte ich aber nö. So, dann legen wir Wert auf diverse Funktionen hier. Viel auch auf Atmosphäre, Spieltiefe, meinetwegen auch mal für die Core-Gamer. So, dann mit dem Safe Force-Gedöns. Games-Konzepte eher nö. Wir legen unseren Wert grafisch, sowohl Sound als auch Technik, ja, so ein bisschen Gameplay eigentlich mehr. Mach ich mal so. Guck mal, was daraus wird. Wird bestimmt super. Wir machen das auch auf Deutsch. So, dann der Joystick kann theoretisch raus mal wieder. Und auch... ja, kann wahrscheinlich nur eins davon nehmen. Ja. Dann packen wir Scrolling wieder raus, leider. Und starten die Entwicklung. Und natürlich, der erste, was reinkommt ins Spiel, ist erstmal ein Bug. Weißt du, die Engine ist erstmal von vornherein schon verbuggt. Was will man mehr? Aber na gut. Kann man nicht viel, außer halt meckern und meckern und meckern. Kopierschutz. Ja, Safe Force 1.0. Nee, danke. Das können sie einfach schenken oder so mit. Aber so, nee. Also wirklich einfach nur nee. So, wir haben immer noch keine Fans. Niemand mag uns. Also es kann so nichts werden. Aber wenigstens der letzte Samurai bringt tatsächlich mal Geld in die Kasse ein und hat nicht nur hohe Entwicklungskosten. Ne? Also das ist schon was Ordentliches. So. Auch wenn es bisher nur nicht mal 20.000 sind. Aber hey, es ist auf jeden Fall ein Gewinn. Ne? Und das ist wichtig im Moment. Oh. Das ist schlecht. So, ich glaube echt, wir müssen so langsam zu B-Plus-Spielen überwechseln, weil sonst können wir halt nicht mehr so viele Features einbauen. Ja, brech mal die Forschung ab. Geh mal über zu sonstiges Erforschen. B-Plus. Kostet mich 100.000. Aber, naja. So, dann gehen wir da mal rüber, damit das schnell entwickelt wird. Und dann schauen wir mal. Das wird bestimmt super. Vielleicht, eventuell, möglicherweise. Da können wir vielleicht noch ein paar neue Features erforschen, die wir inzwischen wieder haben. Auftragsarbeit könnt ihr machen. Ruhig etwas mit viel Wochen. Und der auch das Jahr nicht vergeigt. Halt nur so Kleingeld halt so. Mach mal, genau, 18 Wochen für 60.000 Geld. Das ist okay, das kriegt er hin. So, und spulen wir hier mal so ein bisschen vor. Und dann gucken wir mal. Wird bestimmt dufte. Richtig dufte. So, ihr habt das schon fast beides fertig entwickelt. Das ist schön. Charaktere Design. Jo, passt. So, Nintendo B-Plus Spiele. Sehr schön. So, dann macht ihr die nächste Auftragsarbeit. Macht mal. Wenn ihr selbst das schaffen könnt, dann könnt ihr auch das. So, und ihr macht Features erforschen, Speicherfunktion, ja gerne, sehr gerne. Letzter Samurai ist vom Markt und hat uns 100.000 im Plus gebracht, das darf man nicht unterschätzen. Aber dafür wird halt Dungeon Kriecher gleich vom Markt genommen, weil es sich halt nicht mehr verkauft. Wir haben auch kein Update dafür entwickelt, war vielleicht ein Fehler. Ne? Ja, komm, ist gut.
So, Speicherfunktion erforscht, sehr schön. Dann macht man hier das nächste. Simple 3D Engine. Ihr macht auch eine Auftragsarbeit, damit ihr auch irgendwas zu tun habt. Dann gucken wir gleich, was daraus wird. Wir müssen wahrscheinlich eine neue Engine insgesamt entwickeln. Arzis 2, was ist das? Engine erwerben. Arzis 2 ist auch wieder für Arcade. Mit 11 Features drin und Gedöns. Ja, nö. Nö. Erstmal nicht. Vielleicht, wenn jetzt hier gleich Themen- und Genrewechsel wieder passiert, dann kann man das immer noch machen. Dann mal gucken. User Interface wurde optimiert. Ich möchte nicht dran teilnehmen an der Mad Games Convention. Superheldenstrategie. Nee, das muss nicht sein. Lass das mal lieber. Stattdessen erforschen wir hier unseren Mist. Können wir eigentlich noch einen Kredit aufnehmen? Ja, können wir. Müssen wir auch. Wir können nichts anderes machen, als weitere Kredite im Moment aufnehmen. Und uns damit irgendwie über Wasser halten. Weil sonst sehe ich echt schwarz. Aber wenn wir einmal einen super GAU gemacht haben und irgendwie so ein Spiel entwickelt haben, das uns irgendwie über die Runden hält, dann geht es uns schon eine ganze Ecke besser. Dann haben wir ein paar Fans, die auch weitere Spiele eventuell kaufen. Aber so im Moment ist eher meh. Also wirklich meh. Na, also da gab es schon bessere Starte in Spielgeschehen. Ne, wir kommen ja auch echt zu nichts, weil wir kein Geld haben. So. Habt ihr jetzt alle Features erforscht? Dann könnt ihr vielleicht nochmal ein Thema forschen. Dann gehen wir nämlich wieder Richtung RPG. Wir haben noch irgendwo Drachen oder sowas, ne? Genau. Mach mal Drachen. Und dann mal gucken, was daraus wird. Wird bestimmt richtig Töfte. So. Genre erforschen kann hier irgendwer so nebenbei. Machen wir hier so ein Sportspiel. Sportspiele verkaufen sich auch immer gut, habe ich gehört. Immer. Gerade wenn es hier sowas wie FIFA ist. Ne? Jedes Jahr das gleiche, aber jedes Jahr verkauft es sich wie Hulle. Sorry. Ach, ich kann ja auch mehrere aufeinander nehmen. Warum mache ich das eigentlich nicht? So. Und ihr werdet eine Engine programmieren. Eine Engine, um sie alle zu knechten. So, machen wir alles rein erstmal. Ich gucke dann hier so nur nochmal durch. Grafik in 4 Farben kann raus. Damit es nicht zu teuer wird, weißt du, sowas Unnötiges einfach mal rausnehmen. Ja, doch. Ist okay. Machen wir. Dann Engine verkaufen. Definitiv für, ja, ne, machen wir mal 20.000. Machen aber auch eine Gewinnbeteiligung etwas höher von 15%. Wie viel ist denn das Maximum? 50? Ach, nee. Machen wir 15. Hoffen mal, dass uns das da noch irgendwie abkauft. Dann nennen wir das die Mettbrötchen RPG Engine 2. Das wird super. Wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, und er sagt auch schon, oh crap. So, und wenn das jetzt entwickelt ist, gehen wir halt in die erweiterte Rollenspielentwicklung. Hoffentlich, eventuell. Neuer Kopierschutz, das kommt natürlich auch sehr gut. Dann können wir hier auch nochmal ein Dev-Kit erwerben. Eins mit halbwegs hohem Marktanteil. Ja, das wird dann wohl der CV22 werden. Immer komme ich hier mit dem Headset gegen das Mikrofon. Deswegen, sorry, wenn da immer so ein Plupp-Geräusch hier kommt. So ein Plupp. Ne? Und ist immer so unbeabsichtigt. So, ist ja auch egal. Wir wollen den Kopierschutz erwärmen. Damit unser nächstes Spiel relativ wenig kopiert wird. Raubkopiemäßig. Und dann mal gucken. So, Spiel entwickeln. Ich überlege gerade, will ich weitere... Nee, will ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt hier noch größer gestalten will. Kann ich hier theoretisch dann noch Tische einbauen? Ich glaube ja nicht.
Wo haben wir es denn? Hier. Kann ich wahrscheinlich nicht die irgendwo noch einbauen, so dazwischen, ne? Sieht nicht danach aus. Ja, dann nicht. Dann gibt es halt keine weiteren Mitarbeiter, sonst wäre natürlich schön gewesen, aber nö. Im Moment definitiv nö. So, Spiel entwickeln. Rollenspiel. Thema. Drachen. Spielgröße B+. Mit der Mapbrettchen Engine 2. So, und das Ganze nennen wir Aspekt der Drachen. Wenn das schon nicht episch klingt, dann weiß ich auch nicht. Typ Retail. So, MMO oder Free-to-Play kommt ja später noch. Das wird bestimmt noch lustig, wenn wir mal irgendwann dahin kommen sollten. Bin ja gespannt, wie das ganze Spiel dann für mich selber sich spielt, wenn ich nicht im Hinterkopf habe, es kommt alle paar Wochen, jede Woche ein Update und zerreißt einem hier die ganzen Spielstände. Deswegen muss ich ja an einem Tag hier immer so mehrere Folgen aufnehmen. Und halt, weil ich immer damit rechnen muss, morgen könnte Patch kommen. Ne? Und ist ein bisschen ärgerlich, aber man muss halt immer überlegen, es ist halt noch in Entwicklung, ist alles vollkommen okay, dass sich da ständig der Spielstand dann verhaut. Und naja. Ne, deswegen, das wird schon. So, den lassen wir einfach mal in der Mitte. Einfach weil ich keinen Bock habe, den zu verschieben. Nein, weil, ne, ist halt, ich denke halt so, ist ein Mix aus Casual Gamer und Core Gamer Spiel. Hoffe mal auf das Beste. Spreche beide Parteien an. Und dann gucken wir mal. Legen viel Wert auf Grafik, Sound, Technik ja so ein bisschen, Gameplay noch ein bisschen mehr. Doch, ich hoffe, das kann man so machen. So. Und dann. Wir haben 9 von 10 Features drin. Also das ist so einwandfrei, kann man so machen. Da macht das mal. Wenn da unten immer noch Sportspiel entwickelt wird. Und dann mal gucken. So, da sind wir wieder nicht vertreten. Natürlich nicht, wieso denn auch? Wäre zu einfach, wenn wir irgendwo vertreten wären. So, und zu dem Spiel werden wir noch mal ein paar Bugfixes machen. Zwischendurch noch mal ein Inhaltsupdate raushauen oder sowas. Weil, wie gesagt, wir müssen halt uns irgendwie um unsere Spiele kümmern, die stark machen für den Markt und sowas. Ist ja alles nicht so einfach. Es bekommt viele, viele Punkte im Bereich Gameplay und so was. Also die entwickeln da schon was Ordentliches. Spiel später veröffentlichen. Eins seiner Spieler hat genug Soundpunkte gesammelt, um ein Soundstudio freizuschalten. Ja, das ist natürlich töfter, aber nö. Ich kann auch immer noch kein Update so zwischendurch hier machen. Gut, dann werden wir Entwicklung abschließen. Publisher suchen. Und dann gehen wir. Das hat aber viele Interessenten. Ist es das eine Spiel, das uns hier vor dem Untergang bewahrt? Was ist das? Ach so, interaktiver Film. Ah, okay. Zu welchem Publisher gehen wir? Es ist ein Rollenspiel. Gehen wir zu Taito. So. Und dann mal gucken. 65%! Nur die Steuerung ist halt ein bisschen hakelig, aber Grafik und Sound waren einfach Bombe. Ja, also da geht's gar nicht besser. Dann macht ihr mal ein Update. Definitiv für die Bugs entfernen. 20% der Bugs bitte raus bei 31 Bugs. Na, und dann mal gucken. Also wenn sich das jetzt nicht super verkauft, dann weiß ich auch nicht. So, das Ganze macht jetzt noch ein paar Mal, damit die Bugs hier mal rauskommen. Zwischendurch halt mal ein wirkliches Inhaltsupdate, damit auch Story mehr vorhanden ist und sowas. Und. So, warte. Achso. Ich warte hier, dass hier die nächste Verkaufswoche angerollt kommt. Falls das einen Sinn macht. Ich habe keine Ahnung.
Aber wir haben 24 Fans durch Aspekt der Drachen. Yay! So, noch ein Spielupdate. Diesmal mit mehr Bugs entfernen. Neue Storyline. Grafiken, Levels. Passt. Na, und wenn sich das jetzt hier so gut verkauft, dann bin ich schon sehr zufrieden, dass wir jetzt hier mal irgendwie in einen positiven Bereich reinkommen oder sowas. Das wäre ja schon was richtig Knorkes. Na, und dann mal gucken. Das wird schon, irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So, nächster Patch ist draußen. Nochmal ein Update. Hier nochmal ein paar Bugs raus, dann macht ihr nochmal neue Sounds rein, neue Storyline und neue Objekte. Und dann mal gucken. Ich glaube, das ist erstmal das letzte Update. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben, ne? Es verkauft sich wirklich für unsere Verhältnisse definitiv sehr, sehr gut. Auch nur für unsere Verhältnisse. Da war der Weg für mich, mit den RPGs da irgendwas zu machen, schon vernünftig. Wir können auch nochmal eine neue Engine erwerben hier. Nehmen wir mal die hier und machen dafür mal ein Arcade-Spiel. Und dann mal gucken. So, Spiel entwickeln. Hauptgenre Arcade. Thema. Superhelden haben wir nicht. Nehmen wir Haustiere. Nennen es, wie nennen wir es? Kitty Power, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, doch, das trifft es eigentlich. Kitty Power, keine Ahnung, ist einfach, ne? Einfach so, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das trifft es einfach wirklich auf den Punkt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So. Das Ganze ist ein B-Plus-Spiel auch. Aber es wird aber wieder teuer. Es ist so teuer. Oh, na gut. Das muss, das muss. Optik. Spiellänge. Das war jetzt Arcade, ne? Machen wir Funktion, einsteigerfreundlich und so Mittelding. Das Ganze kann wenig kopiert werden. Dann gehen wir mal hier so, zack, zack, Gameplay ein bisschen mehr, oder auch nicht. Ja, hoffen wir mal, das wird bestimmt super. Das Ganze muss nicht auf Deutsch sein. 9 von 10 Features enthalten, 307 kostet es, können wir überhaupt noch Kredite aufnehmen? Ihr könnt auch Kredite aufnehmen, dann machen wir es mal. Wenn wir Kredite aufnehmen können, müssen wir leider machen. Ist so. Einfach mal weil. Ne? So. Ich sehe schon, das wird wieder so ein Spiel, das wird total Mist. Einfach weil da nicht so viele Sound-Grafikpunkte und keine Ahnung was mit reinfließen. Frieskabel Engine 2. Schauen wir mal, was kann die denn so? Die kann... Geschicklichkeit. Das ist eigentlich alles, was wir schon haben, halt nur für Geschicklichkeit. Ah, komm, machen wir mal. Haben wir denn hier überhaupt neue Features? Ich habe keine Ahnung, muss ich gleich gucken, wenn das hier mal entwickelt ist hier. Na, mal schauen. Möchte ich dran teilnehmen? Wähle ein Spiel. Aspekt der Drachen. Und Besucher des Messestandes. 10! 1000 und 2000 Fans dazu bekommen. Halleluja. Ich hoffe, das kurbelt jetzt irgendwie die Verkäufe an. Mehr Spieler per Splitscreen. Yay. Oh ja, doch, doch. Das hat hier gerade nochmal so einen kleinen Schub gegeben in den Verkäufen. Man ist immer noch ein großes Minusgeschäft, aber man kann zufrieden sein schon fast. Weil es uns halt viele Fans beschert hat. Und die halt eventuell dann auch weitere Spiele von uns kaufen. Auch wenn die halt echt scheiße werden, aber... Die Möglichkeit ist vorhanden. So, Spiel sofort veröffentlichen. Ne? Kitty Power, keine Ahnung, ist definitiv hier. Man sieht es auf dem Bild. Mit Hubschraubern, die mit irgendwelchen Lasergeschossen auf irgendwelche Jets schießen. Das ist Kitty Power, keine Ahnung. Booyah!
Ja, egal. So. Publisher suchen. Interessieren sich auch wieder halbwegs viele. Arcade, Arcade. Nehmen wir mal dich hier. Zemko. Und es bekommt eine ungefähr 50er Wertung. Das ist für meine Verhältnisse definitiv okay. Also, das geht schlimmer. Das geht definitiv schlimmer. So. Dann macht ihr doch nochmal ein Update für Aspekte Drachen. Nochmal ein paar Bugs raus. Davon was. Und davon was. Hoffen wir mal, dass das Update jetzt hier rauskommt, bevor jetzt hier das Spiel vom Markt ist. Genau im falschen Moment rausgekommen. Na egal. Hat uns nicht wirklich irgendwie Gewinn gebracht. Er hat die Hälfte vom Umsatz ist immer noch. Nein, wie viel hat es uns gekostet? Haben wir zwei Drittel reingespielt ungefähr. Ist nicht so viel, aber naja. Es hat uns allgemein halt ziemlich viel gebracht durch die ganzen Fans und sowas. Das ist okay. So, können wir denn schon einen Nachfolger entwickeln? Nee, können wir nicht. Was brauchen wir denn dafür? Wo habe ich es denn? Und ist 70% Spielspaß bei einem Spiel. Ach, herrje. Na, gucken wir mal, ob wir das beim nächsten Mal irgendwie hinkriegen. Ich mache jetzt hier erstmal wieder klar auf einer Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Mad Games Tycoon. Bis dahin, viel Spaß und auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.